Die Party. Okay. Ich liebe Partys. In ironischer Art. Listen, I'm not sure. Maybe I shouldn't go. Jodie, you've been begging me for weeks. You're not going to back up now. I don't know anybody there. They might all hate me, and stress is awful. Let's just go. Just take a deep breath. There's no reason to panic. It's just a birthday party. I'm sure everybody will like you. You'll have fun, maybe meet some new friends. Go on. Okay, muss doch sein. Scheint wohl so. Oh, don't forget your present. Muss doch sein. It's a book of poetry by Poe. It's 50 years old and very rare. I'm sure she'll like it. Don't worry. It's gonna be all right. I'll pick you up at 5. Have fun. Ja, wenn sie in mein Alter ist, wird sie sich bestimmt über ein 50 Jahre altes Buch freuen von irgendeinem Menschen, den sie nicht interessiert. Wahrscheinlich, es könnte sogar von dem Bestseller der Welt sein. Also sie wird es bestimmt lieben. Außer sie ist so eine, ja, ich sag das innerhalb von Streberin. Dann könnte es ihr gefallen, aber ich glaube nicht daran, dass das so eine ist. Hey, Jodie, come in. Hi. Hey, Kirsten, you come in? I gotta go. Come in, Jodie. Don't be shy. Hey, Jodie, right? Come on, we're in the living room. Some girls from my school and the least dorky guys we could find. Oh, is that a present for me? Cool. Thanks. I'm off, darling. Look after your friends and don't do anything stupid, all right? Sure, Mom, whatever you say. Oh, finally, she gets the hint. Okay. Der wird bestimmt das Buch gefallen. She's in Unit 4 with my mom. Unit 4? The paranormal department? Ooh, what you do there? Bend spoons or speak to dead people? Stuff like that? No. Yeah, party time! I'll get the beer. Guys, do the shutters. Girls, do the candles. And Jodie, you can take care of the music. Let's get crazy! Okay, Musik. Also wie ich die Leute jetzt hier so einschätze, würde ich sagen, das sind so, ja, Pop-Leute. Okay. Rock wäre ja was für mich. Aber mal gucken, was Pop ist. Hm. Oh ja, das wäre was für mich. Was wohl Disco ist? Okay, machen wir. What kind of garbage is that? Slide over. We'll put on something from this century. Something really popping. Ich war noch nicht fertig? Ja, du bist mir jetzt schon sympathisch. Dankeschön. Ich verbeuge mich in Demut vor dir, doofe Kuh. My room anymore. She's totally oblivious. Kirsten, you're a genius. Daddy, you want one? Nein, ich trinke nicht. Thanks. I don't drink, so... You don't know what you're missing, girl. After 3 or 4 beers, you'll see the world's been a hole in your life. Ja, vom Boden kotzend. Wenn du gerne in deiner eigenen Kotze rumhängst, kein Ding. Die Welt verzichte ich aber sehr gerne. Okay, die tanzen. Oh ja, total der tolle Tanzstil. Besonders diese komische mit der Brille. Man kann die tanzen. Wir können tanzen, wow. Okay, das war nix. Okay, irgendwie kriege ich diese Wirbel gerade nicht hin. Aber sieht doch gar nicht schlecht aus. Ich will diesen Wirbel hinkriegen. Komm schon. Ach. Ah, geht doch. Ah. Auch gar nicht schlecht, eigentlich. Lustig, dass sie plötzlich alle drei aufgehört haben, als ich auf die Tanzfläche bin. Ich bin ja total beliebt. Ja, tanzt ihr halt wieder, weil ihr so toll tanzen könnt. Guck ich halt so. Was will der jetzt? Hi. Hi, I'm Matt. Jodie, right? I've never seen you at school before. You don't take classes on bass? Ja, okay. Probier mal. Kontaktfreudig. Different program. With my own teacher. It's kind of boring. I never get to see people my age. I suppose I've gotten used to it. So you work with Kirsten's mother? Na komm, sagen wir's halt. We work in the same lab. She thought it would be a good idea for me to come and spend time with people my age, so here I am. I used to live in London before I moved here 2 years ago. And you? Where did you live before? Thomas? Ach, was soll's. I've always lived there. I was born there. Do you have any hobbies? Anything you do for like fun? I surf any chance I get, and I play in a band with a bunch of friends. And you, what are you into? It's gonna sound really boring. I like to read. And I like sports. I mean, I can't leave the base, so it sort of limits things. Can I ask you something? Why are you in Unit 4? Das sage ich nicht. Das würde mir eh nicht glauben. Damn, I'm so stupid. I hope I haven't like upset you or anything. No, that's okay. Oh, slow downs. Are you up for it? Warum nicht? Ich meine, sie ist sonst immer allein. Ich glaube, es kann ja ganz gut tun. Ich traue den Kerl zwar jetzt nicht so richtig, aber aktuell ist er ja noch ganz... Wow, die gehen ja ganz schön nah schon. Aber okay. Hin und her. Wie anstrengend. Aber irgendwo ja doch ganz süß. I'm sure you hear this all the time, but they're really pretty, you know. Ironisch, ironisch. Do you say that to all the girls you meet? You don't like other girls. I mean, there's something special about you. Ironisch. Ich glaube, es passt hier am besten. Alter, Hände weg! Weg da! Weg da! Wir kennen uns nicht mal. Ich habe gerade gesagt, wir kennen uns nicht mal. Thanks for the dance, Matt, but I think I'll pass. Guys! Why doesn't Jodie give us a demonstration of her super mega powers? No, super. No, I'd pay to see that. Ugh, forget it. It's just a little bull. Yeah, come on, Jodie. Show us what you can do. Okay, Jodie. You up for demonstration? Schwierige Situation. Schwierig. No. Ich lasse es lieber. Sonst denken die noch, ich bin eine Hexe oder so. I told you so, guys. It's all bullshit. Ja, das weiß die Brillenschlampe. Oh nein. Oh Gott. Darf ich bitte abhauen? Love Jen XXX. Oh, that's nice, babe. I bet it's knee socks. A thong! Just exactly what I needed! Now you can stop stealing your mom's. And improve your chances of finding a decent boyfriend. My future lover wants to thank you for making his life more interesting. What is that? An old book. It smells funky. It's a really rare collection, poems by Edgar Allan Poe. Edgar Allan who? What, did you steal this from your grandpa's library? No, and it's really rare. Yeah, just like your dress. No, seriously, is this a joke? I can't believe you came all the way to my birthday party just to give me this old crap. And she thinks she's so clever, but she's just a little lab rat. A freaky little lab rat. Yeah, she's been following me around like a puppy all evening. Begging for it. Oh. Ja, das sagt er. I never wanted to invite her. My mom made me. Der Krabscher? Ich sag's ja nicht gerne, aber genau so sind Kids heutzutage. Ja? Genau so sind Kids heutzutage. Komm schon, wehr dich. Komm schon, wehr dich. Alter. Please let me out! First moment I saw her. I'm begging you, please let me out! Please! Someone say Kate. Please, I want to get out! Please, I want to get out! I'm begging you, please let me out! Alter. Boah. Krieg ich das Kotzen. Get me out of here, please. Nichts lieber als das, Süße. Nichts lieber als das. Oh, die kann so froh sein, dass sie ihn hat, ohne Scheiß. Machen ihre scheiß Musik wieder und... Ganz ehrlich, eigentlich müsste ich mich rächen, aber... Die Kids, die sind so erbärmlich, dass sich das für solche Art von Menschen gar nicht mehr lohnt. Das wäre verschwendete Zeit. Außerdem, wenn ich das machen würde, würde ich wahrscheinlich Scheiße bauen und es würde... schlimm ausgehen. Ach, Jodie. Und so hart sich das anhört, Rache wird daran nichts besser machen. Gar nichts. Das würde ihr weder die Schmerzen nehmen, noch die scheiß Situation wird es besser machen. Es wird nichts besser machen. Gar nichts. Überhaupt nichts. Ich glaube, es war eine gute Idee, dass ich mich jetzt so entschieden habe. Ungerührt. Auch wenn es die erst... Die hätten es echt verdient, ganz ehrlich. Auch sowas von. Aha. Wir sind wieder als Kind hier. Okay. Mal umgucken. Was machen wir jetzt hier? Ich hab doch gar nichts gemacht. Seems really nice. Go on, he wants to meet you. Go on, hurry up. I'll be right here, sweetheart. Okay. Dann wollen wir unseren Arzt jetzt das erste Mal treffen. Hello, Jodie. Dachte ich mir das doch. My name is Nathan. Nathan Dawkins. I thought it would be a good idea for us to have a little chat, get to know each other a little better. That is, if it's okay with you, of course. Yeah, wenn es sein muss. Jodie, my job is to study strange events and then try to explain them. Like the things that happen around you, right, Jodie? Ja, weiß nicht. Oh, ich hab mich verklickt, sorry. Ja. This friend, has he been with you a long time? Ich denke mal schon, oder? Since you were born? Keine Ahnung. Is he a ghost? Or a spirit of someone who passed away? Ich habe keine Ahnung. Can you draw him for me? Probieren wir's mal. Der hat da ein Bild. Der hat wohl eine Tochter und eine Frau. Wo sind das beide seine Töchter? Ganz ruhig. Hm. Die Kratzer an ihren Armen, die sehen echt krass aus. Oh. Mind if I take a look? Nö. Sonst hätte ich es auch nicht gemalt. So, this thing is your friend and he's connected to you with some kind of cord. Is he here right now? Klar. Can you tell him to do something? Den PC vielleicht? Schrank? Ne, wir nehmen, glaube ich, die Akten. Das fällt am meisten auf. You tell him what to do and it happens. I don't tell Aiden what to do, no one does. He's like a lion in a cage. We're tied together. He can't go away. That makes him really angry. It's not my fault. I want him to leave too. It can be really scary sometimes. Did he do that to you? No. That was the monsters. Oh. Willkommen bei der CIA, was rede ich da? CSI. Ich gucke, glaube ich, zu viel Fernsehen. Obwohl, eigentlich gucke ich gar nicht so viel Fernsehen. Okay. Deswegen gehen wir da hin. Wahrscheinlich durch unsere besondere Firma, dass man das ausnutzt. Die Frisur, die sie hat, so lasse ich aktuell meine Haare auch wachsen. So habe ich sie früher auch immer gehabt. Nur ohne Pony. Also, ohne Pony ist falsch. Ich habe halt den Pony länger gehabt und einiges. Dabei waren die Haare so hübsch. Jetzt sind sie alle ab. Keep up! Ach ja, schon. Oh! Ich habe die falsche Richtung gedrückt. Ich dachte, sie soll da drunter kriechen, ehrlich gesagt. Ah. Okay. Nicht schlecht. That's it, Holmes. Come on. Haven't got all day. Okay. Okay. Fuck! Falsche Reihenfolge. Ich wollte gerade runter. Aber es kommt ja erst diese seitliche da. Und dann runter. Echt Dummkopf. Oh, hier habe ich zu früh gedrückt. Reihenfolge, Yassi. Nicht durcheinander bringen. Erst das seitliche und dann runter. Ich bin so ein Kackknapp. Das Schlimme ist, bei solchen Sachen bin ich immer ein bisschen zu ungeduldig. Komm schon, jetzt aber. Na, Alter. Take cover. Aim, shoot. Advance to the next cover. Got it? Die Kleidung steht hier. Sieht auf jeden Fall cool aus. Okay. Mist, zu früh losgelassen. Wollte ich nicht. Nein! Ah, ich bin das gar nicht gewohnt. Erst beim Schießen. Genau. So, Spähen. Okay. Ah. Ui, Tests. Gott, ich verstehe kein Wort von dem, was sie da gerade schreibt. Excellent, Jodie. Okay, recruit. Now get rid of those oil drums. Ah, mit Aiden. Okay. Mich also auch Aiden trainieren oder was? Ah, zu früh gedrückt, sorry. Ah. Na, da. Good. Let's keep going. Die muss schon ganz schön lange da sein. Ihre Haare sind schon wieder ganz lang. Wie ich ihn voll fertig mache. Oh. Runter. Kriechen. Gut. Ah, drücken, okay. It's not a fucking Sunday stroll. Muss ganz schön anstrengend sein. Komm schon, Jodie. Komm schon, komm schon, komm schon. Und runter. Sehr schön. Das kann ich. Ich kann so einen Spagat. Ja, das tut anfangs sehr weh. Halten Sie zum Halten beide gucken auf die Wunde. Ah, okay. Oh, die eine Kugel ist ganz anders bewegbar als die andere. Ah, geht noch. Fuck. Falsch gedrückt. Komm schon. Ich hätte nur einmal drauf gedrückt und nicht mehrmals. Ich kack noch. Ich muss sagen, lange Haare stehen ihr. Kurz stehen ihr auch, so ist nicht, aber ich finde die langen Haare besser. Gehen beide? Okay. Mach euch trotzdem fertig. Hab dich. Not bad. Ist der Kerl da so eine Art Chef? Auf jeden Fall muss er ziemlich weit oben sein. Vom Rang her, sag ich jetzt mal. Oder Posten. Okay. Ah, sieh mal an. Das ist also jetzt so eine Art Endprüfung. Ganz ruhig, ja sie. Gut. Kann man da was machen? Ne, der guckt wohl einfach nur. Dann lenken wir mal ab. Hier kann man doch bestimmt von hier aus packen, oder? Ja, sehr schön. Okay. Ich sehe von hier aus jetzt niemanden. Ich gucke am besten mal mit Aiden. Mhm. Ah, da ist einer. Er sollte mich eigentlich nicht sehen. Ah, nein, 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 nein! Ich wollte doch hier hin. Ah. Perfekt. Okay. Man den wohl irgendwie ablenken kann? Oh, das ist da auch einer. Nicht dasselbe. Ach, egal. Probieren wir's. Sehr schön. Wie sollen wir da hin? Ob ich den von hier aus noch überwältigen kann? Komm schon, komm schon. Ja! Komm schon! Sehr schön. Dann hier hoch. Aber da oben ist bestimmt einer. Ah. Ah. Oh Gott. Die Steuerung manchmal ist verwirrend. Wo bin ich? Oh Gott, ich bin hier. Da. Gut. Ah. Ich gehe den da drüben auch rausmachen? Nee, ist nur mein Mittrainer. Ja, Ausbilder, so rum. Dann den ablenken. Da kann man bestimmt von hier oben aus den ausschalten, oder? Ja. Not bad, Jodie. But if this wasn't an exercise, you'd be dead by now. If this wasn't an exercise, you wouldn't even be able to open your big mouth, Ryan. Congratulations, Operative Holmes. You made it. Welcome to the agency. Thank you, sir. Yeah, Jodie. Welcome to the agency. Looks like you made it. Jodie. Congratulations. Also irgendwo hat ihr dieses CIA ja auch ziemlich gut getan, muss man ja mal sagen. Dadurch hat sie ja so eine Art Kontakte geknüpft. Ich mache jetzt aber hier jetzt erstmal Schluss und bedanke mich. Und wir sehen uns im nächsten Teil von Let's Play Beyond Two Souls. Bis dann.